Hey Leute, ich bin Inga und ihr seid auf meinem Travel-Blog gelandet. Wir reisen für ein halbes Jahr durch Südamerika und jetzt gerade sind wir in Brasilien, genauer gesagt in Florianópolis. Erst wollten wir eigentlich gar nicht nach Brasilien fahren, aber wir haben uns überlegt, okay, was sind jetzt die Alternativen? Wir sind jetzt in Uruguay quasi an der Grenze zu Brasilien. Entweder wir fahren jetzt mit dem Bus zurück nach Montevideo und fliegen von da aus für 250 Euro nach Peru. Oder wir fahren halt durch Brasilien, was dann deutlich günstiger wird, weil wir halt einfach die Busse nehmen können. Und deshalb haben wir uns jetzt für Brasilien entschieden, gerade weil uns viele Leute auch sehr viel Positives erzählt haben über Brasilien. Gerade wo wir jetzt in Florianópolis, soll es sehr schön sein. Und gerade weil wir uns jetzt so ein bisschen die Freizeit mit Surfen vertreiben, haben wir gedacht, ist das perfekt hier. Um hier nach Barra da Lagoa zu kommen, also in der Nähe von Florianópolis, mussten wir einige Hürden überwinden. Das Ganze begann in Dort ist der Grenzübergang von Uruguay nach Brasilien. Vor zwei Wochen waren wir in Punta del Diablo und jetzt sind wir mit dem Bus nach Chuí, dem Grenzübergang zu Brasilien, gefahren. Diesmal war die Grenze passieren etwas abenteuerlustiger. Ausreise war noch ganz easy. Wir sind eine Stunde mit dem Bus bis zur Grenze nach Chuí gefahren. Da wurde uns dann der Pass abgestempelt zur Ausreise. Die haben auf uns gewartet mit dem Bus und dann sind wir weitergefahren. Chuí ist zweigeteilt, also die eine Hälfte ist brasilianisch, die andere uruguayisch. Und natürlich können wir hier einfach so über die Straße gehen, aber wir brauchen natürlich zur Weiterreise trotzdem den Einreisestempel. Weil wir hier kein Internet haben, haben wir uns dann so ein bisschen durchgefragt und ein Taxifahrer hat uns dann zur Apotheke gefahren, wo wir unseren Schnelltest gemacht haben. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll uns bitte direkt an die Grenze fahren, weil ich gehofft habe, dass an der Grenze halt Apotheke ist für den Schnelltest, die Polizei, die mir halt dann den Einreisestempel gibt. Und halt auch der andere Busbahnhof, von wo aus wir dann nach Brasilien, also nach Porto Alegre fahren können. Er hat uns dann tatsächlich auch zur Pharmacie direkt an die Grenze gefahren, allerdings nicht da, wo die Migration ist. In der Pharmacie, also in der Apotheke, wo wir den Schnelltest gemacht haben, haben sie uns dann gesagt, das sei ein paar Meter einfach weiter die Straße runter. Da sind wir dann hingegangen, da haben wir dann auch den Busbahnhof gefunden. Am Busbahnhof haben wir dann gefragt, wo ist denn jetzt das Einreisebüro? Und dann haben sie uns wieder weitergeschickt, die Straße runter. Da habe ich dann einen Militärposten gefunden. Da habe ich dann gefragt, ob die hier die Einreise machen. Hat er gesagt, nee, das sei 2 Kilometer die Straße runter. Und 2 Kilometer mit unserem Gepäck wollten wir dann nicht laufen, vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen Zeitnot war. Eine Dreiviertelstunde später wollten wir nämlich den Bus nehmen, eben um halt weiterzufahren. Wir haben den Militärpolizisten dann unsere Geschichte erzählt, also was wir vorhaben. Und dann hat er in die Richtung gezeigt, wo halt das Büro ist. Dann hat er gesagt, dass wir kurz warten sollen. Dann kam er mit seinem Streifenwagen vorgefahren und hat uns mit Blaulicht zur Migration gefahren, also quasi zur Grenze, wo wir einen Stempel bekommen haben. Hat uns dann da durch die Schlange geschleust, weil er gesagt hat, los, die haben es eilig. Dann ist er mit Blaulicht wieder zurück zum Omnibusbahnhof geheizt. Auf die Minute sind wir da angekommen. Dann habe ich schon mal meine Taschen da in den Bus schmeißen lassen. Max ist reingelaufen, um ein Ticket zu holen. Dann ging erst der Computer nicht. Dann haben wir da wieder gewartet. Und dann ging der Computer wieder, allerdings war dann Kartenzahlung nicht möglich. Ich glaube, selbst im letzten Busbahnhof irgendwo im hintersten Paraguay konnten wir immer mit Karte zahlen. Nur hier in der Grenzstadt ging es jetzt irgendwie nicht.
dann haben wir gefragt, ob wir irgendwie vielleicht zahlen können, wenn wir angekommen sind und da dann zum Automaten gehen können oder ob wir vielleicht online das Ticket buchen können. Ging alles nicht. Er hat unsere Taschen wieder rausgeschmissen und ist weggefahren. Jetzt sitzen wir hier im Café in Chui seit 4 Stunden ungefähr, weil in der Stadt kann man jetzt auch nicht so richtig viel machen. Also wir waren jetzt hier ein bisschen duty-free shoppen. Aber viel mehr ist dann hier auch nicht. Wir hatten halt auch einfach kein Zeitgeld zu holen, weil unser erster Bus nämlich ausgefallen ist. Sonst hätten wir nämlich 1 Stunde mehr Zeit gehabt. Und ja, so war jetzt alles spitz auf Knopf. Und wir hätten es geschafft, wenn die da Kartenzahlung genommen hätten oder wenn wir das Ticket hätten online buchen können. Also an der Militärpolizei lag es auf jeden Fall nicht. Der hat nämlich wirklich alles rausgeholt aus seinem Auto. Jetzt haben wir per BlaBlaCar eine Mitfahrgelegenheit gebucht. Also um 8 Uhr haben wir das Haus verlassen. Um 10 waren wir hier. Und ja, jetzt ist 16:40 und um 18 Uhr fährt halt unsere Mitfahrgelegenheit. Dann sind wir zwischen 1 und 2 Uhr in Porto Alegre. Und wir konnten jetzt die 4 Stunden hier schon mal Geld wechseln und Geld holen und ein paar Besorgungen machen. So, wir sind jetzt hier gerade auf der uruguayischen Seite der Straße. Und da drüben ist die brasilianische Seite der Straße. Da drüben ist Maskenpflicht, hier nicht. Die Fahrt mit dem BlaBlaCar war eigentlich ganz nett. Der Fahrer hat fließend Englisch gesprochen. Das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt sind wir, wie ihr seht, in Porto Alegre. Die einzigen Sachen, die wirklich sehenswürdig sind, ist dieser Mercado, diese überdachte Markthalle, wo man auch super Lebensmittel kaufen kann. Und diese Kirche hier, die ist sehr schön anzusehen. Und in der Nähe von unserem Hotel war so ein kleiner Park mit einem, ja, so einem kleinen Teich, wo man ein bisschen entspannen konnte. Das Desaster aus Chui habe ich euch ja schon erzählt. Sind wir dann von da aus doch irgendwann nach Porto Alegre gekommen. Die Stadt an sich ist jetzt nicht besonders schön, aber wir wollten jetzt halt auch nicht 20 Stunden durchfahren. Deswegen haben wir gedacht, können wir halt schon mal so ein bisschen Kram erledigen in Porto Alegre, wie zum Beispiel SIM-Karte, also Internet uns besorgen. Das hat uns insgesamt 5 Stunden gekostet und es funktioniert immer noch nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man hier als Ausländer normalerweise keine bekommt, weil man dafür einen Aufenthaltstitel braucht und deswegen können sie den nicht freischalten. Zum Glück ist das WLAN hier überall ganz gut, deswegen, also wir können schon ins Internet gehen, aber es ist halt nicht mobil. Und es ist halt super nervig, weil es hier halt Uber gibt zum Beispiel oder BlaBlaCar. Und das halt immer vom Hotel aus zu bestellen und dann zu hoffen, dass alles klappt, das ist irgendwie total blöd. So, das ist unser Hostel hier. Angeblich soll das eine mega geile Lage sein. Was eher so eine, man läuft ewig in die Stadt und nachts sollte man sich nicht rausbewegen, Lage. Aber sonst ist es sehr schön. Zimmer sind ordentlich, Stuff ist nett. Ja. Wir haben ja sogar einen Pool. Und das ist unser Zimmer. Ist ganz ordentlich eigentlich für 2 Nächte, die wir jetzt hier sind. Wir haben in Uruguay ja sehr gute Erfahrungen mit dem Bus gemacht. Jetzt hier in Brasilien hat uns das Ganze nicht so überzeugt, aber hier gibt es BlaBlaCar und das wird sehr viel genutzt und quasi auch kommerziell benutzt. Also der Fahrer heute, der macht das quasi beruflich, also der fährt halt Leute von A nach B
Und es funktioniert auch richtig gut. Also natürlich machen die das Auto dann proppenvoll immer. Heute zum Beispiel saßen wir mit 5 Personen, einem Husky-Welpen und natürlich Kofferraum voll mit Zeug im Auto. Aber die Leute sind alle mega nett und er macht schon auch ausreichend Pausen und so. Und ja, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich weiterhin auch BlaBlaCar nutzen für unsere Fahrten hier, weil preislich gibt sich das nichts vom Bus. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt komfortabler, aber halt einfach ein bisschen flexibler und man lernt direkt nette Leute kennen, die einem auch so ein paar Tipps geben, was man hier noch so machen kann. So, wie gesagt, hat uns das BlaBlaCar jetzt nach Florianopolis gebracht. Aber weil wir jetzt erstmal genug von Metropolen haben und das eine mega Surfregion sein soll, sind wir dann weitergefahren mit dem Taxi nach Barra da Lagoa. Barra da Lagoa liegt an der Ostküste von dieser Halbinsel, also von Floripa nennt sich die. Als wir ankamen, war das Wetter jetzt noch nicht so mega, aber es ist zum Glück noch richtig, richtig schön geworden, die Tage danach. So, wir sind jetzt in Florianopolis angekommen. Und das hier ist unser Airbnb. Das sieht alles sehr, sehr ordentlich aus hier. Hier, glaube ich, ertragen wir das 9 Tage zum Surfen. Sehr, sehr cool. Unser Apartment war fußläufig vom Strand und auch so vom Dorfkern, sage ich mal. Wir hatten hier auch alles an Supermärkten etc. um die Ecke. Und am ersten Tag haben wir natürlich erstmal die Surfschulen abgecheckt, welche da vernünftig sind. Und die ersten paar Tage waren echt fast gar keine Wellen, aber dann ging es zum Glück. Wir haben dann 2 Tage ein bisschen gesurft. Witzigerweise war es dann nochmal komplett anders als die anderen Surfspots, die wir uns angeguckt haben. Gerade den zweiten Tag, den wir surfen waren, waren die Wellen echt richtig gut. Also man konnte echt die Uhr danach stellen, wann die kamen und wo die gebrochen sind. Und dann waren die Wellen groß genug, um schön zu surfen, aber zwischendurch, also zwischen den Sets, war auch genug Pause, als dass man wieder rauspaddeln konnte. Man soll hier wohl auch mit dem Boot zu einer kleinen Insel fahren können. Das haben wir uns aber geschenkt, weil das wirklich total übervölkert war, sage ich mal. Stattdessen sind wir dann lieber ein bisschen hintergegangen an Straßen, wo es dann ein bisschen leerer war. Da hatten wir dann eher unsere Ruhe. Was uns auch am Barra da Lagoa gut gefallen hat, ist, dass es halt schon ein Touristenort war, also waren schon viele Leute, aber es war trotzdem sehr unaufgeregt. Also die Preise waren alle normal in einem gewissen Rahmen und auch sonst alles ruhig und entspannt. Man wurde nicht ständig vollgelabert, dass man irgendwelche Tourismussachen machen sollte und kein Schickimicki und so. Also genauso wie wir uns das vorgestellt haben, um einfach ein bisschen abschalten zu können. Wir haben unsere besten Wanderschuhe angezogen, um jetzt zur Piscina zu wandern. Das soll so eine kleine Bucht sein, wo man schön ins Wasser gehen kann. Dafür muss man hier so ein bisschen durch den Dschungel laufen und da haben wir auch direkt so ein kleines Äffchen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video hier gut erkennen könnt. Das sitzt da am Baum. Mhm.
War vielleicht nicht ganz so schlau, dass wir uns als Besuchstag den Sonntag ausgesucht haben, weil hier natürlich dann halb Brasilien war und gebadet hat. Aber es war trotzdem ziemlich cool, weil man, wie ihr seht, ein bisschen höher gelegen war. Man konnte also so ein bisschen über die Bucht schauen. Und das Wasser ist hier halt auch einfach mega klar, also deutlich klarer noch als am Strand. Und man will ja auch ein bisschen was unternehmen und nicht nur 9 Tage am Strand. Von hier aus kann man wohl noch 1,5 Stunden weiter wandern. Dann ist man noch ein bisschen an einem abgelegeneren Ort, der noch ein bisschen schöner sein soll. Das haben wir uns in der Mittagshitze dann aber nicht angetan. Natürlich noch mein Weggeh- und Essenstipps. Wir waren eigentlich jeden Abend im Sea Wolf Hostel. Auch wenn man da kein Gast ist, kann man da hingehen und ein Bier trinken und coole Leute kennenlernen. Da ist manchmal auch DJ und dann räumen sie die Küche leer und dann wird da auch getanzt und so. So ein richtiges Nachtlegen gibt es eigentlich nicht in Barada Lagoa. Dafür müsste man dann immer mit dem Uber in die Stadt reinfahren und das haben wir halt dann einfach nicht gemacht, weil es uns dann ein bisschen zu stressig war. Aber wenn man es machen möchte, dann kann man sich auch da an das Hostel wenden, weil die Kooperationen mit anderen Hostels haben und da dann manchmal so Hostelpartys geschmissen werden. Das soll echt ziemlich cool sein. Ansonsten haben wir wieder so einen kleinen Foodpark gefunden, weil die Restaurants vorne am Wasser natürlich immer überteuert sind, sind auch gut, aber man kann woanders halt einfach genauso gut essen für deutlich weniger Geld. In diesem Foodpark gab es dann einen Thailänder, einen Pariser, also so ein Grillbistro und ein kleines Café, was typisch brasilianische Gerichte angeboten hat. Das hatte allerdings nur morgens und mittags geöffnet, aber abends hatte der Thailänder und der Grill offen. In dieser kleinen Ortschaft gibt es wirklich viele Restaurants und wir haben wirklich nirgends schlecht gegessen, aber man sollte vielleicht die Restaurants meiden, die vorne direkt am Wasser sind, weil es dort natürlich unverhältnismäßig teurer ist als ein bisschen im Stadtzentrum drinnen. Was für uns wirklich schön war in den 10 Tagen hier, dass wir uns hier sehr wohl gefühlt haben und dass auch so ein bisschen Routine eingekehrt ist, dass wir halt einfach wussten, wo wir einkaufen gehen, wo wir lang joggen können. So Sachen einfach, dass man sich nach den vielen Rumreisen ja einfach mal wieder so ein bisschen zu Hause quasi fühlt und einfach so ein bisschen ankommen kann. Dadurch, dass wir da gutes WLAN hatten, konnten wir auch sehr produktiv arbeiten und mal was fürs Studium wegschaffen. Deswegen hatten wir auch ein bisschen verlängert. Wir hatten erst 1 Woche gebucht und im Endeffekt waren wir dann 10 Tage da. Und nach Florianópolis bzw. Barra da Lagoa ging es dann weiter für uns nach São Paulo. Wir fahren jetzt mit dem Nachtbus von Florianópolis nach São Paulo. Von da aus geht es dann nach ein paar Tagen weiter nach Rio de Janeiro. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch da zu lassen, wenn euch die Videos gefallen. Bis nächstes Mal. Gute Nacht. Ciao.